Still Wakes the Deep ist ein richtig spannendes Spiel für Horror- und Story-Fans. In der Rolle des Elektrikers Cameron McLeary wollen wir im Jahr 1975 auf der Ölbohrplattform Beira Dee vor der schottischen Küste eigentlich nur unserer Pflicht nachgehen. Weil aber bei den Bohrarbeiten irgendwas schief geht und sich ein feindseliger Organismus auf der ganzen Station ausbreitet, kämpfen wir plötzlich ums Überleben. Ganz im Stil von Gruselspielen wie Until Dawn und Fort Solace legt auch Still Wakes the Deep seinen Fokus auf lineare Erkundungszüge in einer von einer Katastrophe erschütterten, spannenden Umgebung. Treffen wir auf Feinde, können wir fliehen oder uns verstecken. Ein Kampfsystem gibt es nicht. Das wirkt in Still Wakes the Deep auch nicht so aufgesetzt wie etwa in den Outlast-Spielen, wo unsere wehrlose Spielfigur an Messern, Scheren, Hämmern und Co. Schulterzucken vorbeiläuft. Wir kämpfen in Still Wakes the Deep nicht, weil wir der Bedrohung schlichtweg nichts entgegenzusetzen haben. Jetzt kann man natürlich sagen, Moment mal, Horror-Setting, Fokus auf Story und Erkundung und ein wehrloser Protagonist? Ist Still Wakes the Deep wieder nur ein anspruchsloser Walking Simulator mit schicker Grafik und kurzer Spielzeit? Naja, dass die Entwickler von The Chinese Room mit der Unreal Engine 5 in Still Wakes the Deep detaillierte atmosphärische und klaustrophobische Schauplätze zu schaurigem Leben erweckt haben, seht ihr bereits an den Aufnahmen aus unserer Testversion. Für unseren Durchlauf haben wir knapp 6 Stunden gebraucht. Das mit der geringen Spielzeit trifft also auch zu. Wer also Still Wakes the Deep in die Walking Simulator-Ecke stellen will, findet dafür genug Argumente. Im Testvideo möchte ich euch aber auch zeigen, warum Still Wakes the Deep trotzdem ein lohnenswertes Erlebnis ist und warum die Atmosphäre der von der Außenwelt isolierten Bohrinsel manche Horrorfans wahrscheinlich sehr begeistern wird. Eine Spoilerwarnung aber vorweg. Ich werde einige Ereignisse aus der Anfangsphase des Spiels etwas genauer besprechen, einige Figuren vorstellen und damit auch frühe Story-Details und das allgemeine Setting beschreiben, damit ihr wisst, worum es überhaupt geht. Wem das schon zu viel ist, der sollte sich das Video vielleicht nicht anschauen. Wer beim Entwicklernamen The Chinese Room bereits die Ohren gespitzt hat, weiß schon ungefähr, wohin die Reise bei Still Wakes the Deep geht. Das englische Studio machte sich nämlich mit Dear Esther und Everybody's Gone to the Rapture einen Namen in Sachen ungewöhnliche Spielmechaniken. Amnesia: A Machine for Pigs überzeugte derweil mit einer in eine dichte Horroratmosphäre eingebetteten Story über menschliche Abgründe. Aber warum erzähle ich euch das alles? Weil genau das die Zutaten für Still Wakes the Deep sind. In bester Adventure-Manier bewegen wir uns auf linearen Pfaden durch die einzelnen Bereiche von Beira Dee, sammeln wichtige Gegenstände ein, lösen kleine Rätsel und suchen Überlebende. Dabei hängt uns das Spiel permanent zwei saftige Motivationskarotten vor die Nase. Karotte Nummer 1 ist die Story. Die Ereignisse überraschen unseren Helden komplett und natürlich wollen wir wissen, was zur Hölle wir da aus den Untiefen der Nordsee freigebohrt haben. Karotte Nummer 2 ist weniger das Was, sondern vielmehr das Wie. Wenige Minuten nach der Katastrophe entdecken wir besagte organische Masse, die sich auf der Station breit gemacht hat und Gänge blockiert. Nähern wir uns den wirklich schön anzusehenden Fleischklumpen und Sehnensträngen, leiden wir unter Halluzinationen und körperlichen Beeinträchtigungen. Es dauert nicht lange und wir treffen auf Mitglieder unserer ehemaligen Crew, die aber durch den Kontakt mit der mysteriösen Lebensform zu bizarr entstellten Monstern mutiert sind. Wenn euch das jetzt alles irgendwie bekannt vorkommt, dann habt ihr recht. Eine der größten Inspirationen zu Still Wakes the Deep ist der Horror-Kultfilm Das Ding aus einer anderen Welt von Regisseur John Carpenter aus dem Jahr 1982. Im Film stießen amerikanische Forscher in der Antarktis auf eine im Eis verborgene außerirdische Lebensform, die Menschen assimiliert und schließlich in bizarre Monster verwandelt. Diesen Body-Horror finden wir auch in Still Wakes the Deep wieder. Es läuft uns schaurig den Rücken runter, wenn wir zu Beginn des Spiels in der Kantine Smalltalk mit unserer Crew führen und sie dann später als entstellte und aggressive Monster mit einem Resthauch ihrer menschlichen Persönlichkeit wieder treffen. Auch nutzt Still Wakes the Deep ähnliche Motive wie The Thing. Die Ölbohrstation ist genauso abgelegen wie die Forschungsstation in der Arktis. Die Bedrohung lauert auf dem Meeresgrund und nicht im ewigen Eis. Außerdem spielt Still Wakes the Deep um die Weihnachtszeit, sodass überhaupt nur eine Rumpftruppe ihren Dienst verrichtet. Dass unsere Hauptfigur Cameron McLeary auch namentlich an den von Kurt Russell im Film gespielten R.J. McReady angelehnt ist, zaubert Horrorfans wie mir zusätzlich ein Lächeln auf die Lippen. Die Mischung aus Story, Neugier und Monsterfaszination treibt uns durch die dunklen Gänge und zerstörten Außenareale von Beira Dee. Dabei verkörpern wir keinen monsterjagenden Actionhelden, sondern wollen den Albtraum einfach nur überleben und zu unserer Frau und unseren beiden Töchtern aufs Festland zurückkehren. Am liebsten wollen wir uns natürlich in ein Boot setzen und einfach wegfahren. Dazu steuern wir auch zunächst den Bereich für die Rettungsboote an. Weil uns die Monstrositäten an einer Flucht aber hindern wollen, brauchen wir auch hier schnell Alternativen und suchen weiter.
Die Aufgaben in Still Wakes the Deep sind weder weltbewegend noch innovativ, fügen sich aber logisch in die Situation unserer Spielfigur ein. Wir schalten Generatoren ein, pumpen Wasser aus überfluteten Bereichen ab, öffnen schwere Tore, tauchen in überflutete Bereiche und halten immer die Augen offen nach Überlebenden. Der Koch Roy, die Mechanikerin Finlay und der Taucher Brody kreuzen unsere Wege immer wieder und wachsen uns mit der Zeit sogar ans Herz. Der Rahmen für Story, Atmosphäre, Figuren und Aufgaben ist detailliert und ausgearbeitet und funktioniert sehr gut. Aber was machen wir denn nun spielerisch in Still Wakes the Deep? Naja, wenn wir nicht gerade Räume, Korridore oder Außenareale erkunden, meistern wir Kletterpassagen, tauchen durch überflutete Bereiche und umgehen Gegner mit einem rudimentären Schleich- und Ablenkungssystem. Schauen wir uns diese Gameplay-Bereiche mal separat an. Die Kletterpassagen lockern die reinen Gehsequenzen auf und verleihen dem Spiel die Vertikalität, die wir von einer Ölbohrplattform erwarten. Bemängeln müssen wir dabei aber die Steuerung. Wir klettern, indem wir die rechte Maustaste gedrückt halten. Wenn wir hier aber eine Leiter bricht, müssen wir zusätzlich schnell auf die linke Maustaste hämmern, damit wir nicht in den Tod stürzen. In der Praxis funktioniert das mehr als hakelig. Dasselbe gilt auch beim Tauchen. Weil wir bei unseren Aufträgen unter die Wasseroberfläche oft gegen die Strömung ankämpfen, ziehen wir uns auf Knopfdruck an Elementen wie Leitern und Griffen vorwärts. Weil das aber auch wie beim Klettern kontraintuitiv funktioniert, blieb uns im Test einige Male unnötig die Luft weg. Eine normale Shooter-Steuerung plus Druck auf eine Aktionstaste fürs Festhalten und Ziehen wäre in unseren Augen die sinnvollere Wahl gewesen. Grundsätzlich funktioniert die Steuerung mit Maus und Tastatur oder mit dem Gamepad aber solide und ohne weitere Macken. Das gilt auch für die Passagen, in denen wir Räume mit patrouillierenden Gegnern durchqueren und möglichst ungesehen zwischen dunklen Ecken, sicheren Luftschächten und schutzgebenden Trümmerteilen umherhuschen. Stehen uns mal zu viele Tentakeln im Weg, können wir Gegenstände wie Helme aufsammeln und werfen und so den Feind ablenken. Die eigentlich gute Idee haben wir im Test außer zum Ausprobieren aber gar nicht eingesetzt. Zum einen sind die Passagen auch ohne Ablenkung richtig gut beherrschbar. Zum anderen können wir mit Wurfhelmen in der Hand keine Türen mehr öffnen oder andere Interaktionsmöglichkeiten nutzen. Tragen wir einen Gegenstand bei uns und wollen durch eine Tür gehen, müssen wir den Gegenstand ablegen und dann die Tür öffnen. In vielen Fällen sind solche Türen aber Checkpoints ohne Rückkehr und unser Charakter geht automatisch durch, der Gegenstand liegt aber auf der anderen Seite. Nee, bei so viel Fummelei gehen wir dann doch lieber gleich ohne Items weiter. Still Wakes the Deep bietet zwei Schwierigkeitsgrade. Wir haben das Spiel im normalen Modus durchgespielt. Auch alle Aufnahmen, die ihr hier seht, sind von der normalen Schwierigkeitsstufe. Wer nur die Geschichte genießen will, spielt im Story-Modus. Das leichtere Level macht uns zwar nicht unsterblich, aber Feinde sind nochmal leichter zu überlisten als mit der normalen Schwierigkeit. Wenn wir aber schon beim Balancing sind, müssen wir noch über die Fluchtpassagen sprechen. Wie in Outlast müssen wir an manchen Stellen die Beine in die Hand nehmen und zum nächsten Checkpoint laufen. Dabei springen wir über Hindernisse oder kriechen hindurch. Die Zeitfenster sind in den Fluchtsequenzen aber sehr knapp gesetzt. Bleiben wir einmal kurz hängen oder verpassen den perfekten Moment für den Sprung, hängen wir am Haken unseres widerlichen Verfolgers. Hier wäre etwas mehr Toleranz seitens der Entwickler sinnvoll. Andererseits sind die Speicherpunkte äußerst fair gesetzt, sodass wir kaum lange Passagen wiederholen müssen. Ihr seht schon, dass wir in Still Wakes the Deep abseits von Gehen und Erkunden noch eine ganze Menge mehr machen. Am Anfang des Videos habe ich ja gefragt, ob das Spiel denn nun in die Walking Simulator-Ecke gehört. Meine Antwort ist ja, aber nicht nur. Weil wir klettern, tauchen, flüchten und schleichen, ist Still Wakes the Deep in meinen Augen mehr Spiel als etwa Fort Solace. Außerdem kann ja auch ein gut gemachter Walking Simulator sehr fesselnd und spannend sein. Und genau das ist Still Wakes the Deep. Zudem erschafft das Spiel mit der Unreal Engine 5 sehr detailreiche Umgebungen und eine erstklassige Atmosphäre. Schaut euch mal an, wie wir beim Spielstart in unserer Kabine erwachen und viele Details im Raum messerscharf bewundern können. Unsere Spielfigur hat auch einen Körper, an dem wir herunterschauen können, und wir sehen sogar unseren Atem in der kalten Luft vor der Küste Schottlands. In der Kantine sehen wir das typische englische Frühstück auf den Tellern, im Freizeitraum reisen wir mit Fernsehern und Videokassetten in die Vergangenheit zurück und über den gesamten Spielverlauf avancieren Licht- und Schatteneffekte zu grandiosen Hauptdarstellern eines fesselnden Settings. Kleine optische Schwächen gibt es aber auch. Bei unserem ersten Ausflug in die Kantine sehen wir hier auf dem Boden Probleme mit der Licht- und Spiegelungsdarstellung. Das ist aktuell noch ein weit verbreitetes Problem mit Spielen der Unreal Engine 5. Bei der Spiegelung der Fenster kommt es zur typischen Unruhe der Lumenbeleuchtung, die wir ja beispielsweise auch bei Fort Solace hatten. Die Außenareale sind übrigens auch durchaus atmosphärisch inszeniert. Sie fallen aber im Gegensatz zu den Innenbereichen deutlich im Detailgrad ab. Still Wakes the Deep sieht dann am besten aus, wenn wir uns in geschlossenen Bereichen bewegen, Licht- und Schatteneffekte genießen und in Schubladen, auf Tischen, an Wänden und Co. viele kleine Details ausmachen. Aber wie lautet denn jetzt unser Fazit? Horrorfans, die Spiele wie Fort Solace, aber auch Outlast oder Under the Waves etwas abgewinnen können, sollten Still Wakes the Deep eine Chance geben. Wer sich außerdem für den Film Das Ding aus einer anderen Welt begeistern kann, macht auch hier nichts falsch.
Und wenn euch 35 Euro für knapp 6 Stunden zu teuer sind, Still Wakes the Deep ist ab dem Release am 18.06. auch im Game Pass für Xbox und PC enthalten. Nur auf der PS5 ist das Spiel aktuell noch in keiner Abo-Option mit drin.